es denn schon wirklich wieder Zeit für ein neues Video? Oh, ich wollte mich gerade wieder in den Winterschlaf legen, aber komm. Naja gut, mache ich das jetzt mal nicht. Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich mal ultra random Dinge am Start, die niemand glauben würde, hätte man sie nicht aufgenommen. Stell dir mal vor, du bist so mit deiner Familie in einem Restaurant, ihr wollt einfach den Abend genießen, was Nices snacken und das ist dann euer Chefkoch. Ey, wieso muss er denn direkt so reinscheißen? Bro, die Tiere sind nicht dafür im Himmel gelandet. Was müssen die sich denken? Stell dir mal vor, es gibt wirklich einen Tierhimmel. Und die schauen gerade so darauf runter und denken sich, ich hoffe, ich bin wenigstens für etwas Sinnvolles gestorben. Und dann macht dieser verdammte Chef das mit dir. Das muss sein letzter Tag in diesem Beruf gewesen sein. Der hat ganz kurz seine inneren Gedanken gewinnen lassen. Und so wie das aussieht, hat er diese Skills nicht zum ersten Mal gerade gemacht. Das ist nicht das erste Mal, dass er diesen Move bringt. Junge, das ist echt sass. Ich würde gar nichts mehr essen von dem Typen. Obwohl, würde ich da sitzen, ich würde halben Lachblech wahrscheinlich schieben und mir das richtig schmecken lassen. Und natürlich, weil ich Rücksicht habe, sorry an alle Veganer, die dieses Video gerade gesehen haben. Oh mein Gott, ich hoffe wirklich, es sind nicht viele Veganer hier. Weil ich könnte mir nichts Schlimmeres vorstellen, wenn ich tierlieb wäre und dann plötzlich das als erstes in einem Video sehe. Sorry! Und wir kommen direkt von der einen gestörten Sache zu der nächsten absolut gestörtesten Sache. Und ich kann es immer noch nicht glauben, dass sowas wirklich passiert ist. Ich weiß nicht, wer von euch so am Start ist mit Investieren, Kryptowährung, Bitcoin, etc. Ich bin's auf jeden Fall. Young Bennett ist ein Kryptomillionär. Naja, wie auch immer. Es ist tatsächlich möglich, dass man seine eigene Kryptowährung launcht. Also sozusagen seinen eigenen Token, okay? Seinen eigenen Coin kann man einfach launchen. Und was sich dieser Junge hier gedacht hat, wie er seinen eigenen Coin nach oben pusht, ist geisteskrank. Denn dieser kleine Junge ist so, wie es aussieht, mit seiner Mutter live gegangen. Also er hat einen Livestream gestartet und dort unten links in der Ecke sieht man immer den aktuellen Preis von seinem Coin. Und dort oben ist irgendein anderes Textfeld, aber ich kann das gerade nicht so ganz erkennen. Ich muss mal ein bisschen ranzoomen. Was steht denn da? Das hier ist eine Liste von Zielen, die erreicht werden müssen und Dinge, die dafür dann getan werden. Auf der linken Seite sieht man immer den Gesamtwert von allen Coins, also sozusagen wie viel alle Coins insgesamt wert sind. Und umso mehr Leute seinen Coin kaufen, umso höher wird dieser Wert natürlich, umso mehr Geld ist insgesamt vorhanden für ihn. Und jetzt ergibt das auch alles Sinn, warum seine Mutter dort sitzt. Denn bei 100k, Mom slaps me across the face? Und dort ganz oben steht Code, also ich hoffe, dass ich jetzt einfach mal nicht schreibe oder wirklich Code. Ich denke mal, dieses Code steht einfach nur dafür, dass er irgendwo gelistet ist und man ihn dort auf diesen Seiten handeln kann. Und wenn das passiert, Mom puts on sports bra. Also wenn das passiert, muss seine Mom in einen Sport-BH wechseln. Und ihr ahnt schon, in welche Richtung das geht, ja? Dieser Typ verkauft wirklich seine Mutter im Livestream einfach für seinen Krypto-Coin, um reich zu werden. Das ist der krankeste Business-Move, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Bei 250.000 Mom schüttet Milch über meinen Kopf. Bei 300.000, Mom macht 15 Squats. Okay, das ist echt geisteskrank gottlos. Das ist geisteskrank gottlos. Das wird doch niemals funktionieren, oder? Oh doch, Leute, natürlich. Die Welt ist krank. Natürlich wird das passieren. Denn nachdem die Leute auf Twitter und Kick auf ihn aufmerksam geworden sind, haben sie natürlich alle diesen Coin gekauft. Und der Bruder hatte zwischendurch einfach 1300 Zuschauer. What the fuck? Bro, what the f***? Der Typ, der diese Aufnahme gemacht hat, denkt sich auch nur so, what the f***? Hat die gerade wirklich gesagt, dass der Junge schon an ihren... Oder an... Ich will das gar nicht aussprechen im YouTube-Video. Aber hat sie gerade wirklich gesagt, dass ihr Sohn schon an ihren Dingern gesaugt hat? Ey, nein, nein, nein. Ich überhöre das jetzt einfach mal. Let's get up there. Oh, fuck. It's gotta stay over 300. It's gotta stay over 300 for me to do it. Yep. Wow, 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 wow. Ich muss hier jetzt einfach einen kleinen pixeligen Filter drüber legen. Aber ihr könnt euch sicherlich denken, was sie da gerade gemacht hat im Livestream. Ja, sie pusht ihre Dinger in die Kamera. Come on, guys, come on. Kauft endlich den Coin von meinem Sohn, come on. Okay, ihr habt gehört. Er hat mittlerweile schon die 300.000 erreicht. Das heißt, die Mom muss jetzt eigentlich Squats machen. Und wo ist bitte das passiert mit den 250k? Mom pours milk on my head. Bro, wo ist das?
Ich dachte, das wurde mir versprochen. Ihr müsst doch jetzt diese Versprechen einhalten, weil ich will unbedingt doch noch den 500k-Schritt sehen. Pure milk on my mom's chest. Und bei 750k ein Twerk-Battle mit meiner Mutter. Oh mein Gott. Der Junge hat doch gar keine Angst vor allem. Nicht mal vor Gott. Bro, das ist absolut gottlos. I'll pour milk on her tits. She's at 300k. In was für einer Psychose und Simulation befinden wir uns gerade? Der Sohn hat gerade einfach gesagt, dass er Milk auf die Tits von seiner Mama schütten will. Und daneben sitzt seine Mama. Wow, 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 Bro. Genau so stelle ich mir jeden zweiten Haushalt im Saarland vor. Und da unten seht ihr schön, wie der Coin abgeht. Ich habe auch noch einen anderen Screenshot von zwischendurch gefunden, ne? Und das ist der Preis von dem Coin. Er ging einfach steil ab, nur nach oben. Und der heißt einfach Live Mom. Oh my God, Bro, oh my God. Das ist wirklich zu heftig. Andere Leute dachten, im Jahr 2024 wird es fliegende Autos geben oder keine Ahnung was. Und jetzt gibt es einfach das. Die sitzen da und sagen so, come on guys, push it up, push it up. Der Coin muss nach oben gehen. I'm bored. Come on, let's go. Come on, let's go. What are we doing, guys? Come on, let's go. Let's go. Run this shit up. Come on, let's go. Run it up, guys. If you want to see him eat cookies. Like, from here. Bro, what the f***? Ey, das muss illegal sein. Ich hoffe ja wirklich, dass das einfach fake ist, okay? Und dass nicht seine echte Mutter ist. Welche echte Mutter würde das sagen, dass ihr Sohn gleich die Cookies essen soll von hier? I don't know what the f*** happened to my phone. I got an ad. Oh, we're good, we're good. We're back on. The shitty ass camera has an ad. We're good, we're good, we're back on. We're good, we're good, we're good. Run the shit up, come on, we're back at 30k, come on. Come on, let's go, come on, let's go. Run the shit up. Run it up, guys. Run it up, come on. Run it up. Go up, go up, go up. Come on. Up, up, up. 100k, I'll do something. 100k, I'll do something. Up, up, up. Weiß die Mutter eigentlich, was sie da gerade macht? Ich hoffe, die bekommt wenigstens 50% oder so von dem, was am Ende dabei rumkommt, weil die sind halt jetzt für immer ein Meme im Internet. Und dazu sind sie auch noch in einem Bannert-Video. Schlimmer kann die Karriere nicht verlaufen von irgendjemandem. Fuck it, we do the milk. We do the milk at 100k. Let's do it. 100k, we'll do the milk. Come on. 100k. Let's go. Wanna see the milk? We'll do 100k the milk. Let's go. Let's do it. Let's go. Let's get it to 100, guys. Come on, let's go, let's go. Let's go, let's Bring go, let's back. Go, let's go. 30k, we're getting there. We're getting there. We're getting Come there, on. We're getting there, let's go. Irgendwie feiere ich das auch ein bisschen, ne? Vor allem diesen kleinen Jungen. Ich wette, das war seine Idee. Der war irgendwo im Internet unterwegs und da kam ihm irgendwie diese Idee. Hey, wie wär's, wenn ich einfach meine Mutter vor die Kamera setze, einen Kryptocoin launche und dann einfach meine Mutter quasi prostituiere und sie strippen lasse, wenn der Coin hochgeht? Ich muss echt zugeben, das ist die smarteste Idee, die es gibt. Wieso bin ich nicht darauf gekommen? Also jetzt nicht, dass ich meine Mutter dafür genommen hätte oder so, weil ich habe noch Anstand und Respekt, aber ich hätte mir einfach irgendeine random Frau genommen, keine Ahnung, hätte gesagt, ey, komm hier vor die Kamera mit mir, wir machen das jetzt für 1-2 Stunden, du bekommst 20% und fertig. Ich sag dir so, wie es ist, wenn er smart gemacht hat, der hat bestimmt ein paar hunderttausend oder so gemacht. Oh, come on. Bring it back. We're good, let's go. Let's go, let's go. Ey, was hat die Mutter da? Ich muss das leider hier auch schon wieder zensieren und einen Balken davor machen, weil, ja, die ist gepierst. Sie ist gepierst, okay? Das kann ich nicht hier im Video zeigen. Vor allem kann ich das auch nicht diesen kleinen 14-jährigen Buben antun, die meine Videos schauen. Ich will, dass aus euch noch etwas Gutes und Anständiges wird. Weil am Ende, wenn ihr 18 seid, seid ihr genau diese Leute, die jetzt in diesem Moment diesen Coin von diesem Jungen kaufen würden und dann all euer Geld verliert. Let's go, let's go, let's go. I'm ready, let's do it. Let's go, let's go. Let's go, let's go. We're going back up. We're slowly going back up. I got my hair pulled back. I'm ready. Let's do this. Wow, 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 wow. Ich muss schon wieder verpixeln. Was macht die denn da? Let's go. Let's go. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Come on, guys, let's go, let's go. Run this shit up. Run it up. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Der wiederholt sich auch immer wieder. Und ja, wisst ihr, was das Krasse ist? Wie schon gesagt, der Coin ist unnormal hochgegangen. Und es hat auch echt funktioniert. Und ja, dann hat der kleine Junge am Ende einfach alle seine Coins verkauft, die er hat. Und somit die Liquidität von diesem gesamten Coin entzogen und in seine Tasche gesteckt. Und das war das Ergebnis. Dieser linke rote Balken ist so der Chartverlauf, also wie der Preis des Coins war. Und ja, ihr seht, der ist innerhalb von einer Minute direkt auf quasi null gedroppt. Und es war alles nur ein Scam am Ende. Niemand hat Geld gemacht, außer dieser kleine Junge und diese Mutter. Im Jahr 2024 braucht man echt kein Talent mehr, um Geld zu machen. Also ich meine, guckt mich an. Ich mache auch einfach nur YouTube-Videos, in denen ich mich über andere Leute lustig mache. Das ist mit eines der randomsten Dinge, die es gibt. Vor 300 Jahren hat noch irgendein Krieger auf einem Schlachtfeld gekämpft und ich sitze jetzt hier.
Und wo wir gerade schon so bei Talentlosen sind, ich habe den nächsten im Kreis gefunden. Ja, willkommen im Club, Bro. Du kannst auch nichts und versuchst es irgendwie nur cool aussehen zu lassen. Was ist das? Das ist halt auf Ernst einfach ein Stück Butter und der Typ schlägt das mit einer Kette weg. Und da stehen Leute drumherum und denken sich, oh wow, das ist unglaublich. Wie macht er das nur? Dieses Kunstwerk ist echt one of a kind. Wow, das ist ein Einzelstück, ein Meisterwerk. Ich muss gleich meine gesamte Rente dafür plündern und mir das kaufen. Das ist so unglaublich krank. Vor allem der Typ da hinten, der so auf Knien ist. Der widmet sich diesem Kunstwerk wirklich zu 100%. Die völlige Hingabe. Okay, und kommen wir direkt zu dem nächsten Bre, der mit uns in diesem Club der Talentlosen chillt. In New York wurde so ein Poster aufgehangen von irgendeinem Typen, der in einem Park einfach eine komplette Dose von Cheeseballs essen wollte. Ja, er hat wirklich Werbung dafür gemacht in der gesamten Stadt und Flyer aufgehangen. Und das ist das Bild. Er mit der Dose an Cheeseballs. Ey, bitte, als ob irgendjemand sich so denkt, oh, was? Am 27. April um 3 Uhr nachmittags, da muss ich im Park sein. Da ist dieser eine Typ, der diese komplette Dose voller Cheeseballs isst. Als ob da irgendjemand kommen wird. Eat those balls! 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 Okay, gut. Da sind angeblich wirklich tausende von Leute gekommen. Und da hat auch jemand eine Flagge gemacht. Da hat jemand wirklich eine Fanflagge von diesen Cheeseballs gemacht. Was? Alle feuern ihn an, auch die ganzen Mädchen da, die lieben ihn. Er ist der Cheeseballs-Mann. Eat those balls, eat those balls. Die freien Leute, ja, guck mal, sie tun was für die Allgemeinheit. Sie werfen diese Cheeseballs wie damals, wenn jemand eine große Rede gehalten hat. Die neue Revolution ist gestartet. Die Cheeseballs-Revolution ist endlich angekommen. Wir tun was für die Welt. You can do it. You can. You can do it. Oder als wäre das so ultra schwer und ultra heftig, wenn man diese komplette Dose isst. Ich sag euch ehrlich, würde ich da stehen und so ein paar Leute würden mir zugucken, ich würde auch so schon das Ding komplett wegmampfen. Wie viele Leute sind da gekommen, um sich das reinzuziehen? Sowas funktioniert auch nur in Amerika, ne? Würde ich das in Deutschland machen, so in Berlin oder keine Ahnung was, ich würde da so ein paar essen und dann würde ich irgendwie zusammengeschlagen werden. Also das ist bis jetzt das Abgefuckteste in diesem Video. Das kann ich echt nicht glauben, dass das passiert ist. Das kann ich mir auch nicht glauben, dass sich so viele Leute da versammelt haben. Obwohl, gut, wir wissen ja, wie die Welt ist, ne? Ich glaube, würde auf der anderen Straßenseite so irgendeine eine Spendenaktion sein oder so Blut spenden oder Geld spenden, keine Ahnung was. Da würde niemand hingehen. Drauf, ob ich hier jemanden retten kann oder was Gutes tun kann. Da drüben auf der anderen Straßenseite ist gerade dieser Typ, der diese ganze Dose von Cheeseballs isst. Ich muss da jetzt rübergehen. Genau so war es auch. Denkt ihr, irgendjemand da in der Menge hat gerade die Geburt von seinem ersten Kind verpasst? Wegen dem, der halt da gerade vorne diese Cheeseballs isst? Also ich würde sagen, das wäre ein plausibler Grund. Das kann man dann schon mal verstehen. Und wo wir gerade schon so bei neuen und coolen Dingen in Amerika sind, dort liefert jetzt Amazon die ersten Pakete mit Drohnen. Das heißt, es muss nicht mehr dieser Postbote zu dir nach Hause kommen und dir das Paket liefern und dann auch noch so richtig abgefuckt lange klingeln und warten, bis ich aufstehe, nachdem ich gerade noch so eine halbe Stunde im Bett lag und eingeschlafen bin. Nein, jetzt kommen die Drohnen und droppen einfach das Package vor deine Tür. Chillig, danke. Danke, dass ihr meinen neuen Laptop geliefert habt, der da drin ist. Korrekt. Und nachdem das passiert ist, wird in der Amazon-App noch so angezeigt, das Paket wurde erfolgreich und sicher zugestellt. Und währenddessen hast du 5 Minuten vorher genau das auf deiner Überwachungskamera gesehen. Ja, ich glaube, das wird sich safe durchsetzen, ne? Also, ich kann mir nichts Entspannteres vorstellen, als einfach meine neue Vase oder mein neues riesengroßes Glas geliefert zu bekommen mit dieser Drohne. Korrekt, Bro, korrekt.
Und damit, Freunde, falls euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Ich küsse von jedem den Arsch, der jetzt auf Like drückt. Wirklich. Obwohl, vielleicht. Vielleicht. Mal schauen. Ja, okay, vielleicht doch. Und by the way, checkt auf jeden Fall Bennert der Kleine ab. Da kommt morgen das erste Video. Als erstes in der Kanalbeschreibung verlinkt. Geht rüber und lasst schon mal ein Abo da, damit ihr nichts verpasst. Ciao, ciao.